Machen Sie sich nichts draus. Mich wollte der Bürgermeister auch nicht zum Schloss hinaufbringen. Ja, aber du bist du und ich bin all das hier. Okay. Warum sollte er Sie eher aufs Schloss hinaufbringen als mich? Ich habe sehr höflich gefragt. Sowieso alles sinnlos. Der Kerl denkt nur an diesen kopflosen Reiter und dass er als letzter Dorfbewohner verschleppt werden könnte oder irgendwas. Es gibt ja auch Leute mit echten Problemen. Ja. Haben Sie die Rüstung für weibliche Krieger gesehen? Ich habe vorhin zufällig diese Rüstung für weibliche Krieger gesehen. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Meinst du, Vladi würde sie gefallen? Keine Ahnung. Einem Pfeilhagel würde sie auf jeden Fall nicht standhalten. Pfeilhagel? Das Ding ist doch nicht zum Kämpfen da. Meine Rede. Eine Breitaxt ans Bein und das war's. Die clevere Dame kämpft nicht mit Pfeilen oder Breitäxten. Sie bringt andere dazu, für sie zu kämpfen. Und dabei helfen solche Rüstungen. Natürlich. Aber wenn eine junge Kriegerin wirklich kämpfen will, hat sie dann nicht auch eine richtige Rüstung verdient? Hübsch aussehen und wissen, was man will. Nur so kommt man im Leben voran. Ich muss meine Freunde retten. Bis dann. Ein warmer Kakao. Das wäre es jetzt. Oh Gott. Hallo. Ja? Wie es aussieht, werde ich dir doch bei deinem Monsterproblem helfen. Wie es scheint, werde ich Ihnen letztendlich also doch helfen. Wie meinst du das? Der Fluch? Der Wald? Wir haben einen gemeinsamen Gegner, wie es scheint. Richtig, richtig. Versuch es nur. Ich traue dem Kopfgeldjäger mehr zu. Aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich nach jedem Strohhalm greife. Das ist gemein. Danke. Sehr motivierend. Was genau ist das hier eigentlich für ein Laden? Der Laden hier ist ein traditionelles Abenteurer- und Heldengeschäft, oder? Allerdings. Mein Großvater hat es gegründet. Früher war hier viel los. Im Wald gab es Riesenspinnen. Eine Tagesreise nach Süden befand sich eine alte Goblinmine. Zur Blütezeit des Heldentourismus wollten wir sogar eine Kanalisation bauen. Wir verkaufen Rüstungen, Waffen, Tränke, Verpflegung, Eispfeile, Gegengifte, alles, was man so braucht. Und bezahlen lassen wir uns mit Spinnenbeinen, Goblinohren und solchen Dingen. Und was machen Sie damit? Geschäftsgeheimnis. Wenn du was verkaufen willst, kannst du das ohne Risiko tun. Ich bewahre den Gegenstand auf für den Fall, dass du ihn später zurückkaufen willst. Wie bitte? Naja, falls du es dir später anders überlegst, dann kannst du denselben Gegenstand zum selben Preis bei mir zurückkaufen. Das nennt man Marktwirtschaft. Das nennt man WoW. Aber das ist so WoW. Wie heißt die Stadt? Ist das Düsterbruch? Das ist eine Goblinmine. Goblinmine. Da gibt es keine Goblinmine. Da gibt es eine mit Ogern. Nee, nicht. Wie kann ich das Herz des Waldes finden? Das böse Herz des Waldes. Was genau ist das? Und wo finde ich es? Es ist eine Lichtung im Zentrum des Waldes. Ein alter, toter Baum steht dort. Du wirst es erkennen, wenn du es siehst. Aber wie finde ich die Lichtung? Der Wald ist ziemlich groß. Und verwirrend. Das Herz des Waldes will nicht gefunden werden. Was immer uns diese Kreaturen auf den Hals hetzt, es lebt auf dieser Lichtung. Da bin ich mir sicher. Glaubst du, dass es vielleicht der Geist vom Hexenmeister Van Buren ist? Vielleicht. Die Alten haben uns gewarnt. Sie meinten, man solle sich nicht mit einem Hexenmeister anlegen. Sie hatten Angst und haben von schrecklichen Gefahren geflüstert. Hätten wir doch nur auf sie gehört. Tja. Hätte wäre Fahrradkette, ne? Nein, hätte Fahrradkette. Kann Ihr Geisteraufspürgerät mir nicht helfen, das Herz des Waldes zu finden? Kann mir dein Gerät nicht dabei helfen, das Herz des Waldes zu finden? Zeigt es nicht Geister und solche Sachen an? Ah, verstehe. Du meinst, nichts hier in der Nähe strahlt mehr psychokinetische Energie aus als das Herz des Waldes. Damit könntest du recht haben.
Du solltest dir einen PKE-Detektor besorgen. Warum geben Sie mir nicht Ihren PKE-Detektor? Ich dachte eigentlich, Sie könnten mir Ihren geben. Meinen Detektor? Niemals. Es ist ein großartiges Gerät. Es hat mich noch nie im Stich gelassen. Aber wenn Sie es mir geben, könnte ich das Herz des Waldes finden und den Fluch beenden. Oder du könntest getötet werden und es im Wald verlieren. Es dauert Wochen, bis so ein Meisterwerk der okkulten Technik hierher geliefert wird. Und genau deswegen kann ich ja auch nicht auf ein anderes Gerät warten. Ich brauche Ihres. Schlag dir das aus dem Kopf. Der Detektor zeigt zuverlässig an, wenn Übernatürliches hier herumschleicht. Und das muss ich wissen. Verkaufen Sie Waffen, die gegen Werwölfe helfen? Ich bräuchte etwas, mit dem ich mich gegen den Werwolf verteidigen kann. Haben Sie so etwas im Angebot? Ein Werwolf hat uns bisher noch nie angegriffen. Deswegen haben wir keine speziellen Anti-Werwolf-Waffen oder etwas in der Art. Aber soweit ich weiß, sollte jede normale Waffe aus Silber ihren Zweck erfüllen. Wie bist du geskillt? Schild und Schwert oder beidhändige Dolche? Du meinst, mit zwei Dolchen gleichzeitig kämpfen, ohne sich selber zu schneiden? Ah, also ein Fernkämpfer. Bögen, Armbrüste oder Schleudern? Wobei, eine Schleuder gegen einen Werwolf, nee. Bogen oder Armbrust wären besser. Ich habe einen schönen Kompositbogen plus 2 auf Lager. Aber der erfordert Geschicklichkeit 15. Ich glaube, mit so einer Armbrust könnte ich vielleicht umgehen. Ja, eine leichte Armbrust ist einfach zu bedienen und hat ordentlich Wumms. Jeder Noob kann damit etwas treffen. Was kostet so eine Armbrust? So eine leichte Armbrust, was kostet die? 3 Gold, 7 Silber und 2 Kupfermünzen. Oder ich gebe dir eine Quest. Was für eine Quest? Bringe mir 10 Wolfspelze. Haben Sie sich das gerade ausgedacht? Nein, es ist sehr wichtig. Klingt für mich wie eine ziemlich generische Aufgabe ohne echten Sinn. Du bringst mir 10 Wolfspelze und erhältst von mir als Belohnung eine Armbrust. Was gibt es da noch zu diskutieren? Silberbolzen habe ich allerdings keine. Toll. Kann ich meine Freunde hierher holen? Es könnte hier sicherer für sie sein. Meine Freunde oben am Lagerfeuer. Kann ich sie vielleicht hierher holen? Es könnte sicherer für sie sein. Natürlich. Nicht nur für sie. Die Monster aus dem Wald schnappen vielleicht einen von ihnen anstelle von mir. Also schön. Dann sage ich Gulliver Bescheid. Gulliver? Ist das nicht der, der geköpft wurde? Nicht geköpft. Er hat nur seinen Kopf verloren. Als Zombie hält er sowas aus. Zombies kommen mir nicht ins Haus. Aber warum denn nicht? Er ist sehr nett. Ich will mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Lebendig oder tot, sie sollen sich entscheiden. Wir wollen anständige Leute hier im Dorf. Nicht welche, die aus Teilen anständiger Leute zusammengenäht sind. Okay. Auf Wiedersehen. Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich. Gehen wir nochmal in den Wald. Also links. Hier war nichts mehr, ne? Doch, da ist noch was. Hier sind mehrere Äste abgeknickt. Und hier? Oh Mann. Ein paar Fellfetzen. Sie sehen genauso aus wie die oben am Lagerfeuer. Der Werwolf muss auf Timmys Fährte sein. Hoffentlich war der Kleine längst weg, als der Wolf hier vorbeikam. Der Wald ist hier schon unheimlich genug, aber da wird er noch gruseliger. Ich wette, das böse Herz des Waldes liegt irgendwo dort in der Richtung. Oh, okay. Jetzt sind wir hier bei dem Busch. Da ist irgendwas.
Das ist... Oh nein! Eine Was Falle. Ist das denn? Wer hätte gedacht, dass man mit blutigen Stofffetzen Gnome anlocken kann? Eine Falle für den Werwolf. Beeindruckend. Danke. Du bist auch ein Gnom, oder? Scharf beobachtet. Hast du Spuren von meinen Freunden oder den Angreifern gefunden? Ich habe das Halstuch von meinem Freund gefunden. Darüber hinaus aber noch nicht allzu viele Spuren. Wie sieht's bei dir aus? Einige Spuren vom Werwolf und Fußabdrücke einer schweren Person, die aus Richtung der Klippen kommen. Das müssen Esthers Spuren sein. Sie verlieren sich bald im Unterholz. Von einem Ritter, einem kopflosen Reiter oder sonstigen Schreckgestalten keine Spur. Vielleicht sind es Geister. Genau meine Vermutung. Irgendein Spuk. Jemand beschwört all diese Geistergestalten, um uns Angst zu machen. Dann dürfen wir uns keine Angst machen lassen. Ich kenne keine Angst. Naja, nur Spinnen. Die kann ich nicht leiden. Wie sie so da sitzen und dann plötzlich loslaufen und viel zu viele Beine. Ach Gottchen. Du bist der erste Gnomen-Kopfgeldjäger, den ich treffe. Wow, Kopfgeldjäger. Das ist so cool. Die meisten von uns Gnomen sind ja eher Nerds. Wir basteln gerne komplizierte Maschinen, mögen es gemütlich und meiden die große, weite Welt. Du bist auch hier. Und so eine Art Magier? Naja, nicht so richtig. Ich versuche, meinen Freunden zu helfen. Auch ganz ohne Magie. Und du? Hat dich die Abenteuerlust in die weite Welt gelockt? Gold. Oh. Nicht mein Traumjob, in zwielichtigen Gasthäusern herumzusitzen und Aufträge von schmierigen Gestalten anzunehmen. Sobald ich genug Gold zusammen habe, gehe ich zurück in die Höhlen und vergesse hoffentlich das meiste, was ich erlebt habe. Okay. Interessante Falle. Bei mir hat sie schon mal funktioniert. Clevere Falle. Für mich hat sie schon mal gereicht. Du bist aber auch kein Werwolf. Messerscharfe Sinne und noch schärfere Zähne und Klauen. Der Käfig wird ihn nicht lange aufhalten und der Kampf mit dem Biest wird kein Vergnügen. Vielleicht sollten wir doch zusammen weitergehen. Dann können wir uns gegenseitig beschützen, weißt du? Du solltest gar nicht hier sein. Geh zurück ins Dorf und warte da 3 Tage. Wenn ich bis dahin nicht zurück bin, verlasse den Düsterwald und schaue nicht zurück. Auf gar keinen Fall. Ich werde nicht ohne Timmy und Esther aufbrechen. Dann schrei laut, wenn der Werwolf dich erwischt hat. Dann weiß ich wenigstens, wo ich ihn suchen muss. Toll. Ich denke, das lässt sich einrichten. Genug geredet. Wir müssen meine Freunde finden. Ich muss einen kopflosen Reiter zur Strecke bringen und ich werde den Werwolf töten. So einer fehlt noch auf meiner Liste. Wenn ich dabei über deine Freunde stolpere, schön. Wenn nicht, auch gut. Wilbur. Was? Mein Name. Wilbur Wetterquarz. Und ich habe Angst um Timmy und Esther. Ich will sie unbeschadet zurück. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, so. Ich muss mindestens eine kurze Pause machen. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich wollte eigentlich auf ein Spiel bieten. Habe ich auch gemacht, aber hat nicht geklappt. Die Falle ist unter dem Laub nicht zu sehen. Ein gutes Stück Gnomentechnologie. Kompliziert und mehr oder weniger funktionstüchtig. Der Kopfgeldjäger hat die Falle nicht deaktiviert. Vermutlich hofft er auf einen Zufallsfang. Ich sollte mich von der Stelle fernhalten. Es könnte lange dauern, bis mich dieses Mal jemand befreit. Okay. Das ist der Anfang. Was? Ja, hier warst du schon mal, das weiß ich. Ob wir hier schon mal waren, weiß ich wiederum nicht. Nee, war diese Steinköpfe nicht. Findet man überall in Aventasien. Sie sind uralt und niemand weiß, wer sie erschaffen hat. Der Wald war also nicht nur eine Holzquelle für die Dorfbewohner. Sie haben auch Lehm abgebaut.